Sie sind hier, 31. Dezember 2018, 13.46 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Cristiano Ronaldo wechselte vor der Saison von Real Madrid zu Juventus Turin. Urheberrecht Getty Images. Cristiano Ronaldo wehrt sich gegen sein Image, wonach für ihn nur persönliche Auszeichnungen und Rekorde zählten. Wichtiger sei ihm der Erfolg des Teams. Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo hat sich erneut über ein falsches Bild der Öffentlichkeit über seinen Ehrgeiz beklagt. "Ich bin nicht besessen, Auszeichnungen zu gewinnen", sagte der Europameister in einem Interview mit der portugiesischen Sportzeitung Record zu berichten über seinen angeblichen Frust nach seinen Niederlagen bei den drei großen Wahlen der besten Fußballer im Jahr 2018. "Ich denke überhaupt nicht daran, Rekorde zu brechen. Ich arbeite vor allem dafür, meinem Team zu helfen und auf meinem besten Niveau zu sein", sagte der fünfmalige Weltfußballer von Italiens Rekordmeister Juventus Turin weiter. Ronaldo blieb Ehrungen fern. Ronaldo war bei den wichtigsten Auszeichnungen für herausragende Leistungen im WM-Jahr trotz des erneuten Champions-League-Triumphes mit seinem früheren Club Real Madrid leer ausgegangen. Der auch als sehr eitel geltende Stürmerstar hatte sowohl bei den Wahlen zum Weltfußballer und zu Europas Fußballer als auch bei der Vergabe des Ballon d'Or seinem früheren Realteamkollegen Luka Modric aus Kroatiens Vize-Weltmeistermannschaft den Vortritt lassen müssen. Anzeige: Jetzt das neue Trikot von Juventus Turin kaufen. Hier geht es zum Shopee. Dem Interview erneuerte Ronaldo auf die Frage nach den in den USA laufenden Ermittlungen gegen seine Person wegen des Verdachts einer Vergewaltigung im Jahr 2009 seine Unschuldsbeteuerungen. "Die Vorwürfe seien empörend", sagte der 33-Jährige und betonte, er habe ein ruhiges Gewissen. "Ich bin zuversichtlich, dass sehr bald alles geklärt sein wird", von Sportinformationsdienst.